So, liebe Freunde, ich begrüße euch ganz herzlich zur weiteren Folge Transport Fever Season 1. Und ja, wir befinden uns hier auf unserer altbekannten Map, wo wir nochmal diese Woche etwas Verbesserungen machen. Und dann würde ich sagen, starten wir nächste Woche in die Season 2. Falls ihr nächste Woche keine Season 2 seht, dann geht's die Woche drauf weiter, denn es kommt immer darauf an, wie viel Zeit ich habe. Denn wenn ich ein neues Projekt starte, dann mache ich das oft so, dass ich die ersten Folgen ziemlich vorproduziere, damit ich da auch welche im Petto habe. Das wird dann aber natürlich nie mehr so sein, denn ich werde das dann in etwa so machen, wie ich es jetzt hier gemacht habe. So alle ein bis zwei Wochen ist dann eine Aufnahmesession bei mir. Und am Anfang habe ich dann immer gerne ein paar Folgen parat, denn wie ihr seht, es sind ja auch noch ein paar andere Sachen gestartet, wie zum Beispiel Cities Skylines, was ja im Grunde alles Livestream-Mitschnitte sind, aber das muss man trotzdem rendern, hochladen und alles andere. Ihr wisst ja davon sicherlich Bescheid. Aber ich denke mal, dass wir uns hier mal beschäftigen werden, damit wir den Zug hier erstens mal schneller kriegen, denn der hat nur 2284 PS. Wir hätten genug Geld, um die ganzen Züge hier mal auszutauschen. So, das wäre einmal das und das. Da fährt er schon nichts darauf. Nee, fährt nicht. Okay. Was ist, wenn wir hier noch ein Signal reinsetzen? Sieht blöd aus. Ja, das müssen wir nochmal umbauen. Ich weiß, dass es blöd aussieht. Ja, aber wir spielen ja hier in erster Linie wirtschaftlich. Da darf das ruhig ein bisschen blöd aussehen. So, nochmal zwei Beschleunigungssignale gemacht. Und dann machen wir hier mal im Fahrzeugersatz, machen wir nicht diese Dieselloks, sondern wir nehmen. Moment. Wir nehmen unsere wunderbare 218er. Die hat nämlich 3399 PS. Ist deutlich mehr. Ich will hier mal kurz schauen, aber der hat halt 18 und der hätte nur 13. Das. Ja. Machen wir mal einen automatischen Fahrzeugersatz. Sofort ersetzen. So, hier machen wir es genauso. Schmeißen wir die raus. Achso. Ich klicke immer aufs Falsche. Lokomotiven, dann machen wir die hier rein auf 100%, sofort ersetzen, ja, okay, das andere ist ja eine E-Lok, wir müssen natürlich auch an die Umwelt denken, ja, weil diese Abgase, die können wir nicht so lassen. So, die beschleunigt jetzt natürlich deutlich besser. So, die bekommt immer mal wieder kurz Warte auf freie Wege. Aber wir bekommen hier einen sehr, sehr guten Takt hin. Das gefällt mir sehr gut. Im Grunde könnten wir das hier auch schon fast machen, weil der Zug beschleunigt extrem schlecht.
Zug beschleunigt extrem schlecht. Dann machen wir das hier auch mal, obwohl der gar nicht so viel transportiert. Das Potenzial wäre auf jeden Fall da. Das Geld haben wir im Grunde auch. Deshalb würde ich es einfach mal machen. Wird dann ein bisschen einheitlich, logischerweise, aber... Gut. Jetzt ist die Frage, wie schnell der beschleunigt, aber den könnten wir ja erstmal drin lassen. So, das ist die E-Lok, das ist klar. Nehmen wir auch eine E-Lok. Was haben wir da auf der anderen Seite? Eine Dampflok. Oh je, meine. Ach ja, das ist Kühdorf, genau. Ja, okay. Ich erinnere mich. So, das sieht auch gut aus. Genau, ich wollte nochmal gucken, ob wir nicht auch Bretter hierher bekommen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon öfters überlegt. Aber Bretter sind hier auf der Map extrem schlecht verteilt. Holz, Bretter und dann hier komplett rüber. Boah. Wir haben keine Bretter. Im Grunde müssten wir fast schon eine andere Fabrik anschließen. Wie zum Beispiel die hier hinten. Oder die hier. Weil dann haben wir hier Bretter. Würde uns im Grunde aber Kunststoff fehlen. Na toll. Und Stahl würde uns auf. Ist doch alles. Wir haben in der Mitte. Guck mal hier, guck mal hier. Hier, 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 hier. Hier. Nee, hier nicht mehr. Ja? Wir haben alles. Wir haben alle Endprodukte in der Mitte. Und alle Produktionen sind außen. Was ist das? Das ist doch Kacke einfach. Oh, ich glaube, der Zug kommt da nicht hinterher. Wir müssen mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie... Ach du Heilige. Wir hätten hier Rohöl, Verarbeitung und dann hier rüber, aber das ist ja nur Berg. Ich glaube, da müsste man eher mal einen dritten Zug drauf schicken. So, das ist die Lok. Schauen wir mal. Die hier mit Getreide. So, und du kommst auf die Linie. Wie heißt die denn? Hier drauf. So. Wunderbar. Ich hoffe, du blockierst jetzt nicht den anderen Verkehr. Indem du jetzt vielleicht mal ein bisschen schneller hier rausfährst. Jetzt hast du keinen Weg, ja, logisch. Man könnte sogar fast schon sagen, fahr mir bis hier. Jetzt können wir das hier wieder abreißen.
Weil dann sage ich nämlich hier, fahr mir bis da. Sehr schön. Sehr schön, ja. Haben wir hier auch wieder einen Takt drauf gekriegt. Was aber im Grunde immer noch zu schwach ist. Ich muss mir vorstellen, wir haben auf der kleinen Linie haben wir jetzt 3 Züge. Und das ist im Grunde immer noch zu wenig. Mehr produzieren? Ach, die kann gar nicht mehr produzieren. Ja, wir brauchen ja 2, wa? Oh. Haben wir hier sowas nochmal irgendwo? Da und nirgends. Klasse Spiel. Gut gemacht. Oh, echt, die sind so behindert verteilt. Sollen wir einfach einen zweiten Bahnhof hier hinsetzen? Und dann kriegen wir wieder Probleme mit den Zügen, weil die keine Kapazität dann mehr haben. Ach, ist das kacke, ganz ehrlich. Das ist mega kacke. Wir stellen jetzt hier einfach mal einen Bauernhof hin. Kann ich das überhaupt? Was ist, wenn ich das umändere in... so und so. Okay, gut. Jetzt haben wir hier 2 Bauernhöfe, weil das Dumme ist halt, wir brauchen 2 Weizen. Wir brauchen 2 Weizen für ein Plastik. Tiergeräusche. Mann. Schnell beschleunigen tut er aber auch nicht. 6000 PS und der beschleunigt so schlecht. Okay, der hat immer noch 9.
Ja. Das ist halt die Frage. Aber es muss im Grunde immer ein Zug dann schon dastehen. Aber wenn wir hier. Oh, wir haben 0. Das ist natürlich schlecht. Und dass wir hier mal schauen, ob wir da nicht eine Linie draus machen, damit das, damit der Kunststoff da nicht umsteigen muss. Der ist immer auch noch auf Nein. Ah, jetzt. Sehr schön. Bedarf 161 und 1600 sind 1700 irgendwas. Da kommt sogar fast hin. Aber wenn das Potenzial ist, 936 Plastik mal 2 sind doch nicht 1700. Hä? Bin ich gerade ein bisschen. What? Okay, man merkt, hier kommt deutlich mehr an. Okay, ist komisch. Potenzial ist bloß 161, aber produzieren tut er mehr. Weil jetzt kriegen wir hier vollere Züge. Müsste jetzt im Grunde fast voll werden. Okay. Und hier sinkt unsere Produktion. Jetzt steigt sie an. Okay, wir können die einigermaßen gut hochhalten. Und die Züge werden voller. Der drittletzte Waggon ist jetzt auch mal voll. Das war er davor nicht. Die bleibt bei 1600. Da sind wir jetzt auch schon fast bei 500. Oder wir sind schon bei 550. Jetzt geht's runter. Warum geht's jetzt runter? What the fuck? Was machst denn du? Okay, also das bleibt irgendwie bei 1600. Aber das andere. Ja. Okay, sag ich mal. Lassen wir jetzt erstmal so stehen. Hier die unsere dreigleisige Strecke müssen wir auch mal anschauen. Autosave. Oh, eine Boeing, sehr schön. Ach, das ist doch schön, wenn alle Züge gleichzeitig rausfahren können. Viel Eisen bringt der aber nicht mit. Versuchst du mir Eisenerz anzuliefern? Du kommst nicht mal mit vollen Waggons. Wenn du nicht mehr mit vollen Waggons kommst, warum soll ich denn mehr anliefern? Du brauchst ein Eisen, ein Kohle. Hast du doch, genügend. Warum produzierst du nicht so viel? Eieiei, Mensch. Wie laufen eigentlich unsere Waren, die wir letztes Mal angeschlossen haben? 72. Okay. Wie produziere ich die eigentlich? Mit Plastik und Holz, oder? Oh, wenn wir noch irgendwie Stahl hier rüber bekommen würden. Das wäre natürlich noch richtig geil. Okay, der nimmt die Waren mit. Der kommt mit einem Ding? What?
Okay. Warum nimmt ihr denn plus 10? Weil wir hier nicht hinterherkommen. Können wir natürlich auch anders lösen. Indem wir sagen, ich baue mal kurz noch die Blocksignale rein, dann sind wir mit der Folge auch leider schon wieder durch. Dann bauen wir da dann das nächste Mal weiter. Das ist aber auf der falschen Seite. Weil meine Idee ist jetzt sozusagen, dass wir jetzt hier oben an der Warenfabrik einen Bauernhof platzieren und auf diese Linie schicken wir dann auch noch zwei Getreidezüge, die dann da unten unsere Plastikfabrik betreibt oder mitnutzt. Nicht mitnutzt, sondern beliefert. Ja? Und dann würde ich einfach mal hier abspeichern. Würde mich recht herzlich fürs Zuschauen bedanken und dann sehen wir uns am Dienstag wieder. Bis dahin, macht's gut.